Hey Leute, willkommen zum heutigen Video. Heute soll es um die Top 5 125er Viertaktmodelle gehen. Also bitte keine Zweitakter kommentieren, dazu kommt ein separates Video. Ich wollte einfach mal anfangen mit meiner Top 1, wie auch immer. Die YZFR, sie ist für mich auf Platz 1 aus dem simplen Grund, weil sie einfach von jedem gehypt wird. Ihr könnt sie euch kaufen und nach 2 Jahren für super Geld wieder verkaufen, ohne sie mögen zu müssen oder sonst sie. Sie besticht einfach durch ein solides, sehr solides Fahrwerk, eine vertrauenserweckende Fahrwerksgeometrie. Klar, sie ist nicht mega aufrecht wie die MT-125, aber dennoch finde ich die YZFR-125 das Beste. Nicht vom Preis-Leistungs-Verhältnis, sondern vom Allround-Paket, von Zuverlässigkeit über Fahrwerkskomponenten und Motorleistung. Sie ist so ziemlich die schnellste Viertakt 125er mit 15 PS, die sie auch wirklich drückt auf dem Prüfstand und hat einen Topspeed von ca. 140 km/h, wenn ihr euch klein macht, und auf der Autobahn halt bei windstillen Verhältnissen. Ich finde sie einfach super vom Umlegen, vom Fahren her in Kurven und so. Ich hatte halt das Problem bei vielen 125ern, dass sie mir nicht viel Vertrauen geschenkt haben. Besonders am Anfang der Motorradkarriere ist Vertrauen enorm wichtig. Weshalb ich sagen muss, ich fand die YZFR einfach mega. Man konnte sie mega umherschwenken. Unten ist mein Video sicher verlinkt von der YZFR. Dahingehend könnt ihr euch informieren, wieso ich sie auf Platz 1 gesetzt habe. Ja, ich kann noch sagen, ich habe die Platz 2 Nummer komisch gewählt. Jetzt nur weil es die MT-125 ist, heißt es nicht, dass ich Yamaha-lastig bin, sondern ich schaue einfach nur auf Platz 2 befindet sich die MT-125, die finde ich persönlich Preis-Leistung der Naked Bikes am besten, weil sie einfach zuverlässiger ist als die Duke 125, nichts gegen die Duke 125. Dennoch fand ich die MT-125 gut, einziger Kritikpunkt ist die Standardbereifung, wie auch bei der YZFR, mit der sie etwas schwergängig in höhere Schräglagen geht, was nicht sehr viel Vertrauen schenkt. Aber dennoch finde ich sie einfach super, weil sie leicht zu warten ist. Klar, die Serviceintervalle und so sind gering, aber dennoch finde ich sie gut, aus dem simplen Grund, weil man sie wieder gut verkaufen kann nach 2 Jahren und sie einfach relativ erwachsen wird, mit dem breiten Lenker und Fahrern bis hin zu 1,90 oder so super Platz bietet und ich mich einfach wohl drauf gefühlt habe, das Getriebe weich zu bedienen ist. Und ja, mir hat es persönlich gefallen, es darf jeder für sich selber entscheiden. Und ja, mein Platz 3 ist die Honda CBR 125R. Die CBR für mich ist das beste Preis-Leistungs-Motorrad schlichtweg. Typisch Honda-Qualität, hält ewig, solange Öl im Motor drin ist. Und gefällt einfach durch ein softes Fahrwerk, das viel verzeiht, und ein Handling, das eigentlich ebenbürtig ist der YZFR oder sonst wie anderen Modellen. Also die Bremse ist jetzt nicht die hochwertigste, dennoch habt ihr mehr als genug Biss und reicht völlig für einen Anfang, gefällt mir mega, macht mega Laune, dreht relativ hoch, finde ich als Anfänger mega geil, hochdrehende Motoren, hört erst bei 11,5 auf zu drehen, was der Hammer ist. Dahingehend fangen früher andere Motoren, Viertakter, schon über 1000 Umdrehungen vorher aufzudrehen. Und ja, ich finde die CBR einfach das beste Bike, weil sie Preis-Leistung, weil sie einfach auch den Sozius bequem drauf sitzen lässt und nicht nur, wie soll ich das sagen, den Fahrer bequem sitzen lässt, sondern auch alle anderen. Und ja, ich finde es persönlich auch super, weil sie einfach vom Spritverbrauch den geringsten Spritverbrauch hat und demzufolge relativ günstig im Unterhalt ist, und sie hat die 4000er Serviceintervalle und nicht die 3000er wie die Yamahas, und das gefällt mir zudem auch gut, deshalb empfehle ich sie Platz 3 der besten 125er, weil sie einfach durch Preis-Leistung besticht. So, jetzt kommt der vierte Platz in meinen Augen, das ist die Suzuki G6R 125, die ich noch nicht gefahren bin, aber ich erhoffe mir relativ viel von dem Bike. Sie ist eine gute Abwechslung aus dem Hause Suzuki, deswegen rechne ich das denen hoch an auf Platz 4. Sie scheinen in der Technologie weit vorangekommen zu sein bei ihren 125ern, weil sie soll die kräftigste sein, so meint Suzuki, aber
Ich finde sie einfach vom Design was Neues und schön, und sie hat vorne 90er Reifen, was für Agilität sprechen dürfte, und es sollte Vertrauen schenken, dass ihr keine Angst haben müsst, irgendwie in Kurven nicht drum rumzukommen oder sonst wie. Weshalb ich sie auf Platz 4 gesetzt habe. Weitere Infos kommen dazu, sobald ihr eine Probe fahren kann. Und Platz 5 ist in meinen Augen die Beta RR 125 LC. Es sind alles persönliche Einschätzungen. Ich finde die insofern gut, dass ich sie mir gekauft hätte, hätte ich Offroad fahren wollen, und dementsprechend, wie soll ich sagen, will die noch einen Unfall bauen, was da los, immer die Mannheimer. Dementsprechend würde ich sie relativ weit oben ansiedeln, weil sie einfach einen besseren Anzug hat als die Yamaha BR. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video halbwegs gefallen. Tut mir leid, ich bin ein bisschen fertig und kann nicht klar denken, aber ich hoffe, das Video hat trotzdem gefallen. Schreibt mir auf jeden Fall euer Bike-Ranking drunter und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.